Das ist George Herbert Mead. Er ist 1863 in den USA geboren und starb 1931. Er studierte Philosophie, Psychologie und Soziologie. Er analysierte Verständigungs- und Interaktionsprozesse. Das heißt, er stellte sich die Frage, wie die Menschen sich aufeinander abstimmen. Außerdem beschäftigt er sich mit dem Gedanken, bin ich oder werde ich gemacht? Sein Hauptwerk heißt Geist, Identität und Gesellschaft. Die Theorie wird aus vielen Notizen seiner Vorlesungen zusammengetragen. Außerdem formulierte er seine Theorie immer wieder um, weshalb es sehr schwierig ist, einen Zugang zu seiner Theorie zu finden. Die Theorie, die wir heute klären werden, heißt symbolischer Interaktionismus. Mead ist der Meinung, dass Persönlichkeit und soziales Handeln durch Symbole geprägt sind, durch das sogenannte Symbolsystem. Der Mensch erschließe sich die Welt über symbolische Bedeutungen. Er unterscheidet zwischen Zeichen, Gesten und Symbolen. Zeichen sind Sinnesreize, die instinktive Reaktionen auslösen. Als Beispiel kann man einen Donnerschlag nehmen, bei dem man zusammenzuckt. Gesten lösen kein beliebiges Verhalten aus, sondern bestimmte Reaktionen. Hier kann man als Beispiel zwei Hunde nehmen, die sich gegenseitig anknurren. Der eine sträubt das Fell, der andere legt die Ohren an. Jeder reagiert instinktiv auf das Verhalten des anderen und zeigt dessen einer neuen Geste an, was wiederum neue Reaktionen und Gesten auslöst. Symbole weisen über eine konkrete Situation hinaus und haben einen allgemeinen Sinn. Teile der Erfahrung zeigen andere Teile der Erfahrungen auf. Doch jeder kann diese Symbole anders interpretieren. Deswegen gibt es die sogenannten signifikanten Symbole. Signifikante Symbole sind Zeichen oder symbolische Gesten, die bei dem anderen Individuum die gleiche Vorstellung hervorrufen wie im Erzeuger. Deswegen erfolgt auch eine gleiche Reaktion. Die Sprache ist die höchst entwickelte Form der Kommunikation. In ihr sind viele signifikante Symbole aufgehoben. Sie werden wechselseitig verwendet, um sich zu verständigen. Auch das Denken kann nur durch signifikante Symbole stattfinden. Es ist ein nach innen verlegtes Gespräch des Einzelnen mit sich selbst. Und nun zu dem Unterschied zwischen Tier und Mensch. Während Menschen sich mit signifikanten Symbolen verständigen, nutzen Tiere Zeichen und Gesten. Der Mensch kann seine Reaktion verzögern. Dies erfolgt im Prozess des Denkens. Das können Tiere nicht. Bei Menschen sind mehrere verschiedene Reaktionen möglich. Sie können die Lage interpretieren und die Situation mit ihren bisherigen Erfahrungen vergleichen. Wenn jemand in der Disco die Hand zur Faust ballt, wissen wir, dass ein Kampf bevorstehen könnte. Wenn jemand bei dem Gewinn eines Fußballspiels die Faust in die Luft streckt, wissen wir, dass er dies aufgrund von Freude tut. Tiere hingegen können Situationen nicht so interpretieren und man kann mit nichtigen Reaktionen rechnen. Bei Menschen haben Worte gemeinsame Bedeutungen. Das Ziel ist, dass eine ähnliche Vorstellung ausgelöst wird wie bei einem selbst. Tiere haben dafür kein Bewusstsein. Die Rollenübernahme. Bei einer Handlung stellt man sich vor, welche Reaktion man bei dem anderen auslösen würde. Es findet ein Perspektivwechsel statt. Die Handlung des anderen wird kurz Teil der eigenen Identität. Dieser Umweg über den anderen ist Voraussetzung für die Gewinnung von Identität. Identität wird hier auch Self genannt. Die Erwartung bestimmter Folgen meines Handelns macht vorsichtiger. Man möchte soziale Zustimmung erfahren und keine Sanktion bekommen. Sozialisation erlernt man durch das Hereinversetzen in andere und die Anpassung eigener Handlungen an andere. Mead nennt dieses Erlernen Play und Game. Erstmal erkläre ich das Play. Das Play findet durch ein Hineinversetzen in andere statt. Es läuft nach einem identitätsbildenden Reizreaktionsschema ab. Das Kind versetzt sich nacheinander in verschiedene Rollen. Es übernimmt auch Rollen von wichtigen Bezugspersonen, den sogenannten signifikanten anderen. Es findet quasi ein Dialog zwischen zwei Identitäten statt. Das Kind sagt etwas in einer Eigenschaft und reagiert in einer anderen. Bei dem Play ist jederzeit der Abbruch des Spiels von Seiten des Kindes möglich. Durch das Play bekommt das Kind ein Gefühl für die Rolle der anderen, aber auch ein Gefühl für sich selbst. Es vergewissert sich mit den Reaktionen der anderen im Hinblick auf sein eigenes Verhalten. Und jetzt zum Game.
Das Game ist die identitätsbildende Übernahme von Haltungen. Man passt seine eigenen Handlungen an andere an. Das Kind muss alle Rollen einnehmen können. Das nennt man generalisierte Andere. Die generalisierten Andere sind die Summe genereller Erfahrungen aller. Das heißt, die quasi Normen und Werte der Gesellschaft. Jede Handlung wird von den Annahmen über voraussichtliche Handlungen der anderen bestimmt. Als Beispiel nehmen wir einen Fußballspieler. Der Fußballspieler muss wissen, was alle anderen tun werden, um erfolgreich spielen zu können. Bevor er den Ball also wieder abgibt, muss er erst die Haltung aller anderen Mitspieler übernehmen. Die Endstufe ist erreicht, wenn das Individuum Haltungen von Institutionen wie Staat, Gemeinschaft und Gesetz einnehmen kann. Dieser gesellschaftliche Teil der Persönlichkeit wird Me genannt oder auch reflektiertes Ich. Der Gegenpart, also Individualität und Kreativität, quasi die eigene Haltung, wird I genannt oder auch impulsives Ich. Während das reflektierte Ich durch die Normen und Werte der Gesellschaft geprägt ist, ist das impulsive Ich nie vollständig sozialisierbar und unbewusst. Das Self, also unsere Identität, besteht aus einem ständigen Dialog zwischen Me und I. Me spricht von einer gelungenen Identität, wenn beide Seiten des Ichs in einer gleichgewichtigen Spannung stehen. Das war's auch schon mit der Theorie von Me. Ich hoffe, man konnte alles verstehen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.